Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werd steinreich und berühmt. Heute hätte ich mich beinahe auf die Nase gelegt. Dieser kleine Frosch hier ist aus dem Nichts irgendwann zack auf meinem linken Hosenbein gelandet. Gott sei Dank war ich nicht so schnell und hab noch registriert, dass ich den Lenker nicht rumreißen darf. Hab gebremst, war auch keiner hinter mir, Glück gehabt, angehalten, fupp, ist er runtergesprungen, weg war er. Uff, danach war ich wach. Und ich hatte fast das Ziel erreicht, wo ich heute mit euch hin wollte. So, ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen und einigermaßen sehen. Da kommt noch ein Hund, der schaut auch, was ich mache. Da ist eine Ameise, die will was von meinem Kaffee ab. Kommt die nicht. Hi, herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt. Heute habe ich euch mitgenommen an einen Stausee, der ist etwa 40 Minuten von unserem Haus weg, oben in den Bergen. Warum oben in die Berge? Unten ist die Burning Season, also wir haben gerade verdammt viel Rauch in der Luft. Und da war ich froh, heute mal hier hochzukommen, mal was anderes zu sehen und ein bisschen wegzukommen vom Rauch. Wobei ich auch von hier aus dicke schwarze Rauchwolken sehe, da wird auch wieder irgendwas Großes verbrannt. Naja, das ist hier so. Am Bau geht es nicht so richtig weiter, weil der Baggerfahrer, der uns zugesagt hatte, dem geht es nicht gut. Und wir warten jetzt drauf, dass wir einen neuen Bagger organisiert kriegen. Ohne den keine Fundamente. Der Arm ist dran. Ich hab's nicht eilig. Geht halt nur nicht weiter mit den Bauvideos. Deswegen bin ich heute noch mal ein bisschen losgedüst. Aber erst ganz spät, um 9 bin ich losgefahren. Hier oben an den See, den kannte ich schon. Aber hier war ich halt schon mal. Das hat mir sehr gut gefallen. Und gleich werde ich mal versuchen, da hinten über die Staumauer zu kommen. Die war das letzte Mal noch wegen Covid gesperrt. Und da hinten ist noch so ein einzelner JD. Den habe ich jetzt versucht, von hier aus mit der Drohne zu kriegen. Ich zeige euch die Bilder. Aber der ist zu weit weg. Also in Thailand darfst du maximal 49 Meter hoch und maximal 1 Kilometer weit fliegen mit der Drohne. Ich würde da gerne mal so eine Aufnahme machen, rund um den Jedi. Mal schauen, fahre ich gleich darüber. Der Kaffee hier, der weckt auch tote Tanten. Also Cappuccino wollte ich haben, also habe ich normalen Kaffee gekriegt und ein Tütchen Milchpulver dazu. Aber gut, egal. Schlecht ist er nicht, stark ist er. Deswegen ist es kein Pulverkaffee, es ist Bohnenkaffee. Naja, jetzt bleibe ich noch einen Moment hier sitzen. Pack mein ganzes Gerödel wieder zusammen und dann fahre ich mal da hinten auf den Stausee und dann melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Telefonzelle. Aber in dem Kaff gab es tatsächlich kein Handyempfang, was ja hier sehr selten ist. Und das war so ein typisches kleines thailändisches Dorf mit schlafenden Hunden auf der Straße, mit Kühen im Vorgarten und einfach netten Leuten, egal an wem du da vorbeifährst, die lächeln dich alle an, die schauen dir zu, sind natürlich neugierig, ja. Und da rundherum die Natur ist einfach wunderschön. Was mir wieder aufgefallen ist, in was für einem guten Zustand da die Straße war, das war ja wirklich im Nirgendwo. Und wie liebevoll die ganzen Vorgärten gepflegt sind, die Blumenrabatten zur Straße hin. Da kann die Hütte dahinter noch so einfach und noch so schlicht sein. Nach vorne raus die Blümchen, das ist immer gepflegt, gibt immer ein gutes Bild ab. Ja, und es macht einfach Spaß, da durchzufahren und zu gucken und zu riechen. Und es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ja, und während ich da so ein bisschen vor mich hingeträumt habe, hat mich ein Pickup überholt, dem habe ich etwas nachgeschaut und dann gesehen, oh, da bewegt sich was auf der Straße sehr, sehr schnell und schwupp ist es wieder hier im Gebüsch verschwunden. Hab dann ein Stück mit Respekt von dem Abstand angehalten und ein paar Bilder gemacht. Keine Ahnung, ob das Vieh giftig ist, aber die Geschwindigkeit, die vorgelegt hat, um von der Straße runterzukommen, das war schon allerhand. Außerhalb von dem Ort hier habe ich zum ersten Mal so eine Mini-Müllverbrennungsanlage gesehen, gar nicht weit von diesem Golf-Resort, was es hier tatsächlich gibt. Das hier ist auch was ganz Typisches in Thailand, in etwas größeren Kreisstraßen, diese wunderbar gepflegten Blumenrabatten in der Mitte. Da sieht man oft ganze Trupps, die sich drum kümmern und das gießen und den Müll da rausklauben. Das ist immer eine Pracht. Hier bin ich jetzt schon auf dem Heimweg, das seht ihr aber gleich noch alles von oben, auf so einen kleinen Hügel hochgefahren. Da war ein Kloster. Ja, und das Ganze sah ein bisschen verlassen aus, viele Fifis da, aber eine sehr, sehr schöne Anlage. Ein Herr, der hat da so ein bisschen gefegt, da seht ihr ihn gerade noch laufen. Und dann hat man da noch ein Ehepaar mit Kind gesehen und einen sehr jungen Mönch. Und den habe ich dann auch gefragt, ob es denn in Ordnung wäre, wenn ich von dem Kloster und von der Umgebung von da aus ein paar Brunnenbilder machen kann. Und er hat ja gesagt, was ich sehr nett fand. Das ist eben so ein typisches kleines Dorfkloster, wie man sie hier in Thailand ja an jeder Ecke findet. Also es gibt ja unglaublich viele wäre Klöster. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich dieses Kloster und die Umgebung mit einer Drohne filmen würde? Fragezeichen. Ja. Sadikap. Ah, Kapum. Okay, ครับ. ขอบคุณ
Ihr Lieben, falls ihr zu den 50% gehört, die meinen Kanal schauen, aber noch nicht abonniert haben, seid bitte so nett, drückt den Abo-Button. Ganz wichtig auch, drückt die kleine Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn es hier was Neues gibt. Ich versuche in der Regel jeden zweiten Tag was hochzuladen. Wenn denn was passiert ist, wenn es denn was zu sehen gibt, kann auch schon mal 3 Tage sein. Ihr wisst ja, ich habe hier keine Eile. Ansonsten danke ich allen fürs Zusehen. Ich danke ganz besonders natürlich den Menschen, die eine Kanalmitgliedschaft erworben haben hier in meinem Kanal. Das geht für 1,99 im Monat. Ganz, ganz lieben Dank an euch. Das ist eine Riesenhilfe. Und wenn ihr Lust mal habt, einen Kaffee auszugeben oder einen Tee, schaut mal in die Videobeschreibung. Da gibt es den Link zur Kaffeekasse. Also, in diesem Sinn, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan aus Thailand. Ich bin raus. Ciao.